Leer algo. 44.000 personas, pero no puedo leer la verdad. Ese chat, 45. 45. Saluda a las 45.000 personas que tenemos ahí. Vamos, Sordical, dicen algunos. Sokin OP, vamos, Sokin, tú puedes, man. Grande Sordical, mi rubia, te quiero. Saludos a Duque, a todo el mundo. ¿Qué onda, gente? ¿Qué onda, todo el mundo? Y aquí tenemos la gran partida. ¿Qué sí. dices tú? ¿Alguien podrá parar a este Sokin? Está jugando muy bien. Todavía no sabemos, pero Sokin está intratable. Team Queso está intratable. Han ciclado y han rotado sus parejas de 2 contra 2, sus 1 contra 1 y aún así están intactos. Esto habla muy bien de los jugadores, es verdad. Habla muy bien del staff y del buen clima que deben tener en la casa. Eso no lo podemos saber, pero es muy probable. Si no, es raro que un equipo con mal clima dentro de la casa juegue así bien. Claro, tenés que tener una química increíble. Mirá Sokin aquí cómo lo responde rápidamente con un gol en el puente. Y ese bebé dragón que va a continuar avanzando. Veamos qué tipo de solución va a traer el duende lanzadardos que empieza a golpear aquí la lápida perfectamente. La desaparece, no hay tronco, ya lo habíamos dicho. Pero lo que sí hay es un barril de bueno. De bárbaro. Estoy bromeando. Qué malo. Yo te cedo la palabra y me vienes a tirar ese, sí, esa troleada. Sí, estoy bromeando. El de duendes que usó para matar el lanzardo. Lo que pasa es que me quedé viendo lo bien que jugó abajo. Porque lo importante acá es, fíjate la diferencia de elixir. No solo pudo atacar, sino que quedó con diferencia de elixir positivo. Quiere decir que va a atacar con golem en cuanto tenga 9 puntos de elixir. Mirá, golem, venga. No. Bueno, la pida primero. Qué raro. Porque la tenía ciclada, ¿no? Déjame contar. Uno... Dos. Ahora viene. Ahora lo tiene que tirar. Obligatoriamente. Va a atacar con golem ahora. Y le va a hacer la misma jugada. Creo que está buscando la misma rotación. Creo que está buscando la misma rotación. Porque es raro que no se haya atacado teniendo tan... O por ahí, ¿sabes qué pasa? Por ahí no se dio cuenta que tenía tanta diferencia de elixir a su favor. Puede ser eso también. Bueno. Un jugador como Sokin dudaría que no sepa cuánto hay. Mira, mira, le va a pegar una vez en la torre. Le sacó también un buen valor ahí a su fantasma real. Continúa avanzando el golem desde atrás. Y qué bien el duende lanzardo. ¿Cómo defendió el degenerado este? ¡Dios! Sabemos que es uno de los mejores counters que tiene el cementerio. Acá por fin decide hacer su ataque con golem. Está bien plantado. Tiene una diferencia dice muy fuerte a su favor. Debería tumbar la torre o dejarla a punto. Y ojo que este tornado va a funcionar, pero aún puede seguir avanzando aquí todo. Muy bien, le tuvo que bajar otra tropa más. Le tiró un segundo, volvió a rotar un segundo, o es el mismo bárbaro que no, había. No, le rotó un segundo. O sea, fíjate la cantidad de elixir que tuvo que gastar Zúrcica para salvar su torre. O sea, es abrumadora la diferencia. Está jugando muy fuerte Zúrcica. Está quitando mucha ventaja. De hecho, esto me gusta de Zúrcica. Le cambio de línea. Muy bien lo que está haciendo Zúrcica. Sí. Trata de hacer un ataque por el lado derecho. Aquí obliga perfectamente a Sokin gastarse al barril de bárbaros para la defensa de ese cementerio. Pero mientras tanto, Manu y la gente del chat, les comento y les digo que esto tiene olor a queso. Se ve muy bien esto. Bola de fuego aquí rápidamente. Y yo sé que tiene un tornado, pero Manu lo veo dificilísimo. Qué bien ahí la jugada de Sokin. Mira cómo avanza con el bárbaro. No va a llegar, no explota en torre. Crea presión. Dios, Manu, lo van a barrer. Está jugando bien Zúrcica, la verdad, porque está defendiendo push muy complicados, pero muy complicados, ¿eh? Sin embargo, veo muy difícil, porque la diferencia de elixir está muy a favor. Aunque dice mejora bastante, tener estos dos bebés dragón aquí pueden amargarle un poquito la vida. De hecho, uno empieza a hacer daño en la torre y pareciera que la mufa es real. La mufa es real, ahí viene el tornadazo de parte de Zordical Goblin. ¡Conecta! ¡Y conecta! ¡Y lo bufé! ¡Mufarda! La mufarda, señores, se la lleva Zordical, qué Dios. Qué pros, sí, se están matando todos, chicos, la verdad. Más de 46.000 personas. No sé cuál ha sido el récord hoy. Yo creo que llegamos a 48 casi una vez. Se les quiere mucho. Un abrazo. Y dicen aquí en el chat algunas personas que el Liquid la remonta, mano. Puede ser. Claro, de hecho, puede ser. Lo único que tiene que hacer para remontar es que gane Zúrcical esta. Si gana esta Zúrcical, hay remontada. Y bueno, rápidamente, lo que estaban hablando, el baneo hoy, Zúrcical. Hoy completo. Pero sin anestesia. Interesante, porque ambos banearon el tronco. El tronco. Y se viene con flechas y le dice, ay, Sokin, le dice, tengo una idea. Y le dice, buena partida. ¿Sabes una cosa? No me digas, tiene es que infernal. No, es que con las flechas y la princesa va a defender muy bien los lavapops. Entonces ya está resuelto. Después, como no hay enfrente un hechizo barato para eliminar el barril, está muy cocinado esto para Sokin. Pero acá ya le ayuda mucho el matchup.
Igual, este mazo de Sogi no debería tener estructura. Así que también pudiese pasar muy bien un Sabueso en algún momento, ¿no? Bueno, sí, pero ahí Dragón Infernal. Y viene rápidamente, esto va a ser Torre. Yo creo que Soria Calgolin se la tiene que entregar aquí y decirle, soy tuyo, no puedo hacer nada para defender esa torre. Bien. Defiende perfectamente con esas flechas y yo creo que esto es un dominio, pero total, increíble. Y Soria Calgolin está diciendo, buena partida y más de buena partida porque está sudando. En la partida anterior tenía un dominio espectacular Soaking, pero el matchup le permitía recuperar a Surgical. Acá el matchup le va a costar recuperarlo. Es que mira lo que está tratando de hacer. Buscando un poco de daño con un minero y tirándole ahí unos guardias. Porque dice, no voy a llegar nunca. Y mira lo que le obliga aquí. Un poco de chip damage de parte de Soaking. Es que no tiene tronco, no tiene nada. Se tiene que gastar bola de fuego si no quiere perder la torre. No, la entrega iba a ser torre, torre, torre. Para la rubia, para Soaking y Team Queso. Mientras tanto, el fantasma real haciendo estragos en el lado izquierdo. Y Manu, quería ver una partida más reñida. Quería divertirme aquí, emocionarme y decir, wow, qué han jugado estos chicos, pero no lo vamos a tener. Un dominio. No, porque aparte el win acá viene de los pops que los va a matar siempre con las flechas. Así que no hay minero que valga. Muy bien jugado, bola de... Uy, la erró. La erró. Ya veo que la mufamos. No, la mufarda de nuevo. No, pero igual está la flecha. Uy, se gastó la flecha ahora. ¿Y cómo defiende aquí? Uy, cuántos errores. Pero ¿qué está pasando, Soaking? Dios, esto es torre, 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 torre de parte de Tordical Goblin. Primero erró la bola de fuego y después las flechas. No. Pero un montón de errores que están cometiendo aquí. ¿Qué pasó con Soaking? Y pareciera que la va a ganar aquí el... ¡No! Y se la va a llevar. No me la cuentes, que se la quiere llevar. Ojo, que también tiene que defender acá. Se le está complicando. La bola de fuego ahora no la falla. Aún la puede ganar Soaking. Pero esto ha sido un error tras otro de la rubia. ¿Por qué no se aguanta? La bola de fuego la falla, pero ¿por qué las flechas mejor no era esperar un segundo más? Ahí. Bien defendido acá. Unas flechas por ahí. Bien, buena la presión. 6-28. Pero la mufarda fue terrible, ¿eh? No, la mufa is real, ¿no? De parte tuya, mía. No, pero no hay mufa, no hay mufa. No. Yo creo que la gana, Se la voltea rápidamente, no lo va a poder tanquear. Está tratando de... Bueno, le sacó de rotación todo. La bola de fuego perfectamente. De nuevo no le pega al minero. Pero Soaking está luchando como puede. Le acaba de tirar nuevamente esto. Y no hay nada. Partida. Y se la va a llevar la rubia de todas maneras. Y Team Queso arrasando el día de hoy a Team Liquid. Question: did Surgical Goblin ban Balloon just to avoid any sort of random moments, or does he know something about Dion with them having a new analyst on the Liquid squad that this helps pin him down to more predictable decks? I mean, they accredit that win over Queso to being about that analyst, having that extra set of eyes on the game tapes, figuring out your opponents, and really pigeonholing your people who you find in those 1v1 sets in King of the Hill. So it looks like Dion going pretty traditional. It's going to be a Golem beatdown deck, most likely, with the Baby Dragon and Night Witch coming out. And a nice tower activation. Yeah, really nice King Tower activation. That's got to be frustrating for Surge here early on, running a lot of these cheaper cards. But that Battle Ram connection is going to be huge. Dion just a second late on dropping that Prince. And so you got to think Dion here is running that very, I guess, now new traditional Golem meta beatdown with the Prince in it. So that's a big moment, though, Andrew, taking so much damage on that left-hand tower, because now it's just one or two big pushes, and that thing can drop, and that tower activation no longer so valuable. Well, yeah, you want to take that damage as a beatdown player in order to gain an elixir advantage. And as you can see clearly here, Surge is actually still ahead by about 2.5 elixirs. So just a little bit of poor decision-making on Dion's end. So how will Dion contend with this ram? And nice work, the combination of the baby dragon and the log, but still taking a couple of swings there. Yeah, and Surge is here in a very nice position of just being able to keep the pressure up at all times so that Dion can't comfortably golem. However, right there was the perfect moment to do it. You saw him hit 10, but Surge... Oh, no. Oh, that's got to be so frustrating. Between the Royal Ghost, the P.E.K.K.A., and the Dark Goblin, that just becomes a golem that is now out of cycle for Dion, now hitting double elixir. And Dion has to be frustrated, you know, feeling like, hey, fine, I'll make him push into the same lane as my golem,
and then immediately eaten up by that P.E.K.K.A. So definitely not how you wanted to see it. And now with that Battle Ram on the right-hand side defending on both lanes is Dion with 40 seconds left. This is a very precarious position. Yep, pulling away the Royal Ghost, or pulling away the units that were on the tower and freeing it up for the Royal Ghost, actually pulling it closer to the Princess Tower. This is just a really rough match for Dion. There's no way for him to really bounce back from this unless Surge was to make an insane out-of-character mistake. And really, I think it all, of course, that early ram changed a lot, but I think it's that P.E.K.K.A. at the bridge that picked up the golem that really kind of put this thing away for Surgical Goblin. And look, Dion staying strong, still playing hard, trying to stay in this thing, but down on the right-hand side, log and fireball, that is it. And really, you know, he thinks he's in a good to win by being in 5-8. Of course, and so that position one, that number one seed spot, you see what an advantage you get. Not only do you get to learn everything that your opponents have in those first two rounds of the playoffs, but you get to sit back, relax, and just practice. So the Magic Archer doing some good work, and here it's the Ice Wizard making its way across, but picked up very, very well by the Royal Ghost. The Ice Wizard, of course, very recent news. Looks like it's getting a buff here after the community voted to take it from a 2-second freeze to a 2.5-second freeze. A lot of people very, very interested to see how that turns out. Yeah, a lot of people not very happy about it, especially those that here are competing in CRL, and it's because the card, the Ice Wizard, is already so strong. But I do believe that seeing that buff in Ice Wizard is going to change up the bans that we see so regularly. So I actually think it's a good thing. People might see it as an overbuffed card, but that also might take it out of competitive play, then changing up the meta once again. So, well, buffs aren't permanent too, Andrew. Yeah, things can change over time, so who knows how that will fall out as time goes on. And it's a card, well, we see a ton in competitive play, but between it being a legendary and being one that isn't obviously super powerful to a newer player, it's not as common in the middle of the ladder. Yeah. So maybe this we'll see more newer players getting some experience with that card as it continues to grow in this moment. Yeah, there's cards that are like that are very high skill cards, or cards that when you first start to play, you're like, why is Ice Spirit one? What is this for? What does Ice Golem do? You know, why do I use Ice Wizard when I could use the regular Wizard? It does so much more damage. But you really learn the utility of these cards. It trumps just their DPS. Yeah, one of the things for some of the people here on the crew at CRL have gotten more and more into playing the game, you know, cameramen and people who are here working, making this show happen, and they've really enjoyed finding out, like, oh, I had no idea Ice Spirit was so useful. Right. And now I see the pros play it every single time, and I'm getting to use it. Yeah, and then all of us being able to have the privilege to watch these pros play live, you see the decisions that they make, and you're like, oh, wow, I'm never going to do what I've been doing ever again, and now this is the new way to play the game. Well, right now, this game in front of us, very, very tight. We're now already getting close into our sudden death overtime. And while Surgical Goblin does have about a 500 hit point lead, maybe 450 on the left-hand side, playing fairly similar concepts with these Royal Hogs, Dion keeping it very close. Yeah, you gotta imagine that's a big spell that Surge has there as his eighth and final card. Wondering if it's gonna be something like a rocket to close out the game. With the deck, oh, there's a poison. So that makes sense there. And now that he's got a good elixir advantage, he can play the poison comfortably, still have the tombstone and cycle to clean up the Royal Hog push that Dion's going to want to send in. We've now entered our first overtime of the day. Very rare so far here at Clash Royale League. Wow, and not using the tombstone, opting out of it and just trying to clean it up with the log plus the Royal Ghost. And now tombstone opposite side. And picked up fairly nicely with that two-spell combination. So Dion holding strong, but down at 824, he has to be very careful here not to make any big mistakes. Yeah, and another one of these interactions that we've found to be so familiar here at CRL is the Magic Archer in the center of your side of the map, picking off the tombstone on your opponent's side that they're playing defensively. And there it is, right again, exactly. Thanks, Surge. So very nice play, but again, Dion doing a good job mitigating the damage. We are down to 151 remaining in our sudden death overtime. And Dion making a really slight misplay there, just kind of lining up his Ice Wizard behind his Mega Minion, allowing that Magic Archer to get so much chip damage on him, is then forcing Dion to use more Elixir on defense than he wants, giving Surge a massive advantage now, not having a Tombstone in cycle. This is probably going to be GG.
And it's the Magic Archer getting tower from that distance. Wow. So that is going to be it. Wow. Fantastic play by Surgical Goblin. Ja, oder wo tendierst du zu? Ich vermute mal fast ein Royal Hawk Deck. Ja. Vollkommen richtig gelegen. Stichwort. Ah, diese ekligen kleinen Schweine. Im wahrsten Sinne, ja. Ja, konnten jetzt hier diesmal nicht wirklich viel Schaden machen. Und auch bei Surgical sehen wir ein Royal Hawk Deck. Allerdings bei Feldi Valkyrie, die natürlich die perfekte Antwort ist. Auf die Königsschweinchen. Aber ja, eben auch die Feuergeister. Auf einer Seite, ne? Ja, vollkommen richtig. Aber die Feuergeister sind halt auch, wenn man die Königsschweine geklumpt irgendwo hinsetzt, sind halt die Feuergeister auch so effektiv gegen die. Also hier kann jetzt auch wieder jeder kleinste Fehler entscheiden. Also ich würde tatsächlich Faye hier wieder ein leichtes, besseres Match einräumen. Eben aufgrund der Valkyrie, die halt einfach so stark ist. Also du hast einfach fast nicht die Möglichkeit, die Königsschweine auf eine Seite zu setzen. Du musst sie immer splitten, weil sonst die Valkyrie halt einfach viel zu stark dagegen ist. Das gibt dir natürlich Möglichkeiten, den Gegner eben auf beiden Türmen zu unter Druck zu setzen. Aber hier sehen wir es. Also Faye setzt ja... Oh, da kommt natürlich der Mega-Ritter als Antwort. Das war deutlich überraschend, ja. Ja, da und möchte das ich jetzt nicht in Faye's Haus stecken. Nee. Das könnte das Ganze natürlich jetzt nochmal ordentlich drehen. Absolut. Also es ist im Grunde die perfekte Antwort auf die auf das Deck hier von Faye, weil er sehr, sehr stark gegen die drei Musketiere ist. Und eben auch gegen die Königsschweine. Aber um ehrlich zu sein, sehe ich bei den beiden ja eine ziemlich krasse Patz-Situation. Also wenn sie hier die Königsschweine immer sehr gut verteidigt bekommen, dann sehe ich nicht wirklich, wer hier den klaren Vorteil hat. Weil wenn Faye jetzt auch anfängt, die Königsschweine immer zu splitten, ja, das macht er jetzt hier auch genauso, dann wird eben der Mega-Ritter auch weniger effektiv. Und wenn er hier mit den Königsschweinen den Mega-Ritter eben rauszieht, gibt ihm das die Möglichkeit, eventuell doch mal die drei Musketiere aufs Feld zu bringen. Weil die darfst du natürlich auf keinen Fall so setzen, dass der Mega-Ritter da in sie reinspringt. Oh, jetzt aber hier eine gute Offensive für Surgical. Aber es bremst ihn. Tornado bewährt gemacht, wenn er alles zusammengezogen hätte. Aber gut, den Schaden konnte er jetzt noch halbwegs kompensieren. Das heißt, das Ganze natürlich ausdehnen in der Offensive und das schafft er auch. So wie es aussieht, zumindest auf der linken Seite. Ja, macht da ganz gut Schaden und gleicht das Ganze hier wieder aus. Ja, das ist genau das, was ich meine. Also es ist hier schwer zu sagen, wer hier wirklich das bessere Matchup hat, weil einfach der kleinste Fehler hier wieder entscheidet, wer das Ding nach Hause fährt. Dazu sind sich die Decks einfach zu ähnlich. Sehr schöne Valkyrie da nochmal. Musste da immer noch irgendwas setzen, um den Mega-Minion unter Druck zu setzen. Aber jetzt fällt hier auf jeden Fall der Tower für Surgical. Wir sind ja in der Overtime und das war's. Surgical holt hier den ab. Wenn die Kanonenkarre zum Beispiel schon mit dem Turm in Verbindung steht und sehen, lustig beknallt, dann schießt Meister den Sepp drauf und sie retarget nochmal, wenn natürlich irgendwas anderes da ist, auch gegen X-Bogen, dieselbe Mechanik. Also das kann natürlich sehr, sehr wichtig sein. Ja, aber da muss man eben abwägen, was ist einem lieber. Und die meisten entscheiden sich derzeit eben für das Kampfholz. Und das, obwohl wir so wenig Lockbaits sehen. Also mal gucken, vielleicht ändert sich das bald. Jetzt hier den Schweinereiter in den Jäger. Oh, ja, aber sehr schön gemacht. Kriegt hier keinen Hit raus. Nee, das nicht. Und jetzt ist natürlich der Mega Knight unterwegs in Verbindung mit den Bats. Kann das ganz schön Schaden verursachen, aber er blockt das Ganze natürlich mit einer Valkyrie und dem defensiven Poison und wehrt das Ganze sehr gut ab. Ja, aber das war genau das, was ich gerade gesagt habe. Du willst ja eigentlich nicht deinen Giftzauber auf die Fledermäuse schmeißen. Das ist halt einfach der Elixier-Trade des Todes. Also, da machst du immer Minus mit. Jetzt gerade sind sie ja noch even vom Elixier. Aber wenn du das zu oft machst, würde ich das irgendwann in Rückstand bringen. Und du hast ihn eben nicht in der Offensive. Du kannst deine Truppen nicht damit unterstützen. Jetzt hier zum Beispiel gegen die Seppis. Da bringt es gar nichts, einen Schweinereiter zu spielen, wenn da kein Giftzauber liegt. Ja, das ist natürlich vollkommen richtig. Da muss man natürlich abwägen, ob der Push des Gegners jetzt so stark ist, dass ein Poison, also ein Giftzauber, absolut notwendig wäre. Oder ob man das Ganze halt irgendwie anders verteidigt kriegt und sich diese kostbare Karte halt für eine Offensive aufhebt. Ja, aber an der Stelle hat er es auf jeden Fall komplett richtig gemacht. Hätte er da den Giftzauber nicht gespielt gegen diesen Mega Knight zusammen mit den Fledermäusen, wäre da auf jeden Fall ordentlich Schaden am Tower entstanden, wenn er nicht sogar gefallen wäre. Jetzt muss hier noch wieder was kommen. Oh, und die Valkyrie wurde durch das Kampfholz gerade zurückgeschmissen und dadurch ist der Mega Knight an den Turm rangesprungen. Das ist einfach mal direkt die Hälfte vom Turm. Also, wenn das gewollt war von Surgical, dann what a play. Also das muss auf jeden Fall in die Highlights. Junge, Junge, Junge. Touché, wie du schon sagtest, wenn das gewollt war, dann war das echt ein Premium-Gameplay. Also sowas habe ich selten gesehen. Gerade so nochmal mit dem Kampfholz hier rausgeschmissen. Er kriegt hier wieder keinen einzigen Hit mit dem Schweinereiter raus. Also das sieht nicht gut aus für Faye in diesem dritten Spiel zwischen den beiden.
Das Matchup hat hier absolut Surgical mit dem Jäger und dem Jägerritter. Einfach zwei absolute Konterkarten und dann auch noch die Zappies gegen den Schweinereiter. Also ich glaube, Surgical wird es jetzt hier relativ defensiv angehen und eben mit vielen Giftzaubern versuchen, den Tower dann so runterzudingen. Er hat genug Zeit. Er hat noch 3 Minuten in der Overtime, um das Ganze nach Hause zu fahren. Und er ist wirklich... Ja, vollkommen richtig. Aber wie wir letztens schon gesagt haben, der Hogrider, also der Schweinereiter, ist momentan relativ tot. Dadurch, dass die Königsschweine gebufft wurden und instant Schaden verursachen und sich eben halt auch splitten lassen, kannst du damit viel, viel mehr Druck ausüben und du hast viel, viel mehr Möglichkeiten ja. in deiner Offensive. Ja, also Schweinereiter sehen wir wirklich extrem selten mittlerweile. Wundert mich eben genau deswegen auch, dass Faye sich hier dafür entschieden hat. Vielleicht wollte er aber auch genau das eben sich zunutze machen, dass man ihn kaum noch sieht, dass man eben da nicht mehr mit rechnet. Aber das war auf jeden Fall nicht... Und jetzt kommen hier tatsächlich noch die Königsschweine als letzte Karte von Surgical in dem Deck. Ja, und die machen hier wieder Chip Damage. Und damit ist der Tower ja, in Poison plus Giftreichweite. Poison und Kampfwortsreichweite. Also, wenn er diesen Push jetzt noch verteidigt bekommt, dann hat hier Surgical nochmal den Ausgleich geschafft zwischen Team Liquid und G2 eSports. Ja, da kommt der Giftzauber. Ja, und da sehen wir sogar überraschenderweise mal Emotes von Surgical Goblin. 5 underway here in King of the Hill. Surgical Goblin of Team Liquid at the top of your screen. Flobby at the bottom. You know these guys remember exactly the way they felt when their last match ended. Flobby walking away with the loss and Surge with the victory. Let's see how they match up today. An early well played from Surge and a thanks in response from Flobby. So far, very nice manners from both players. Absolutely. They are trying to feel out each other at the beginning of the game as we always do. Probably a beatdown deck coming from Flobby. It's what he's familiar with and you never want to be the first one to play a card. Although we're seeing Ice Wizard, one of the strongest cards in the game in the new meta. Ice Wiz in the back. Surgical Goblin letting him get his Elixir back to 10. A response now with the Baby Dragon. Baby Dragon is usually found in Golem decks, and here with Ice Wizard and Mega Minion played by Flobby, I'm actually thinking it's going to be more of a graveyard deck. And now with the Night Witch, you're expecting that's going to be behind a Golem potentially as we get closer to the Elixir. And you called it right, the graveyard deck. Andrew, as you see a Golem beatdown against graveyard, of course we haven't seen a lot of the cards yet, but who do you think early on has the matchup advantage? Well, based off of this interaction right here, it's going to be Surge at the beginning of the game. Obviously things can change, but he's got a great push with that Golem. A Night Witch behind it is going to demand a lot of Elixir from Flobby to respond to. And the Cannon Cart coming in behind it as well. You got the Tombstone down, but made quick work of with the bats. Will the Cannon Cart get a lock? Yes, wow. It does. Huge damage on the left-hand side. Surgical Goblin, I think he's going to get tower early on, and that is it. It's down. We are approaching double elixir time. Surgical Goblin, like I said, putting a stamp on this rival. Yeah, a misuse of the Tombstone and the Mega Minion right there at the river, being able to be picked off by Surge, and a massive counter push with that Cannon Cart, Golem, and Mega Minion, and now he is just letting the BMs fly. He's just getting in his head. Just as we were talking about the wonderful manners to open up this match, Surgical Goblin takes the early tower and lets Flobby know who's boss. I mean, we like to think our competitors don't like to BM each other too much, but hey, if you've got the game in the bag, you might as well keep the pressure on. Now, of course, Graveyard can take a tower down so quickly, but with Poison in his deck, you gotta think at this point, even with 40 seconds left, Surgical Goblin has this thing tied up. There's no way Surge loses this, unless, there's no way. There's absolutely no way. He's gonna save the poison every single time for the graveyard, like he said, and in 30 seconds till he takes this very first game. And there we go, we are just 25 seconds left. At this point, Surgical Goblin in command of this matchup. The Golem just being too much, sliding the Cannon Cart through. Flobby had no answer. And that's going to be it, folks, unless somehow he doesn't have a response to this graveyard. And there it is, the poison. That's going to be good game. And the Grr from Surgical Goblin taking down the first opponent of SK Gaming, putting his team just two... Karte ist. Den Ballonband finde ich deutlich interessanter, weil es eben wirklich eine IMJP-spezifische Bannkarte ist. Der Junge hat gezeigt, dass er mit dem Ballon umgehen kann, dass er da Sachen rausholen kann, die kaum ein anderer aus dem Ballon rauskriegt. Also man will IMJP einfach partout nicht dazu kommen lassen, nochmal überhaupt in diesem Turnier einen Ballon spielen zu lassen. Das haben wir in der Vergangenheit schon gesehen bei ihm und es zieht sich hier weiter. Aber jetzt sind wir hier im ersten Match, gucken erstmal uns an, was die beiden hier spielen. Wächter lässt noch relativ viel offen, das könnte ein Golem bieten.
Beatdown Deck sein, aber auch noch, ja, das jetzt mit dem Tornado ist es schon wieder ein Anzeichen dafür für dieses, ja, und auch mit dem Holzfäller ist es ein Anzeichen deutlich für Golem Beatdown. Bei IMGP könnte das hier theoretisch noch Pekka Miner Poison sein. Es könnte aber auch einfach eine Bridge Spam Variante sein. Wenn es Pekka Miner Poison ist, dann rechne ich ihm grundsätzlich gute Karten ein gegen Surgical. Aber wir haben eben auch schon Golem-Spieler gesehen, die auch mit Pekka-Spielern Kleinholz machen. Gerade in Verbindung mit dem Tornado kann das sehr, sehr gut funktionieren, weil man den Pekka eben vom Golem gut wegziehen kann und dann zum Beispiel der Pekka in den Wächtern steht. Und ja, damit ist der Pekka so gut wie nutzlos. Mal gucken, noch haben beide hier drei Karten offen. Es ist auf jeden Fall eine Miner-Variante bei IMGP. Es kann natürlich auch einfach so ein Miner sein, ohne Pekka und ohne Poison. Einfach Miner-Chip-Damage funktioniert auch. In den 6 Minuten, die so ein Spiel gehen kann, ist das auf jeden Fall ausreichend, um so langsam einen Turm runterzukriegen. Deshalb muss Surgical hier auf jeden Fall versuchen, permanent den Tunnelgräber möglichst richtig zu predikten. Ja, denkst du, bei Surgical kommt da jetzt mal der erste Golem, oder? Ja, so im Zeitraum von 20 oder 15 bis 20 Sekunden vor Nachspielzeit oder vor der doppelten Elixierphase ist es eigentlich immer ganz gut, den ganz hinten am Königsturm zu setzen, weil man dann natürlich pünktlich zum Beginn der doppelten Elixierphase vorne an der Brücke ist mit seinem Golem und dann dementsprechend Support hinterhauen kann. Die Frage ist halt, was bei IMGP noch offen ist und wie er jetzt die nächste Minute verbringen will, beziehungsweise ob er mal in die Offensive gehen will. Ja, jetzt kommt der erste Golem hier von Surgical und ja, der Mega-Ritter tatsächlich, also kein Pekka-Deck, sondern Mega-Ritter-Deck. Beides möglich in diesem Deck. Der Pekka wäre ihm, glaube ich, hier grundsätzlich ein bisschen besser gelegen. Also das Matchup ist hier jetzt auf jeden Fall auf Surgicals Seite. Aber er muss halt auch trotzdem noch an diesen Turm rankommen. Gegen den Elektromagier und den Inferno-Drachen ist es nicht ganz einfach. Vor allem, weil dieser Mega-Ritter halt einfach so unglaublich viel tankt. Und das sieht man hier auch gerade an der Stelle. Der Feuerball hat da zwar alles getroffen, aber der Mega-Ritter, er stirbt halt einfach nicht. Und da kommt schon wieder der nächste Mega-Ritter. Also IMJP macht hier jetzt gut Druck. Der Königsgeist ist da mal am Turm. Da kommt ein defensiver Holzfäller. Ja, der macht da aber Kleinholz draus. Kleinholz. Der musste sein, entschuldigt. Ja, sehr schöner Tornado da. Jetzt zieht er eben das, die ganzen Einheiten vom Golem weg. Der Holzfäller kümmert sich um den Elektromagier, aber da kommt ein defensiver Tunnelgräber. Das ist natürlich nicht gut für IMJP. Der Holzfäller wuselt da immer noch dazwischen rum. Kann er jetzt auf den Turm rauskriegen? Der kümmert sich auf jeden Fall um das ganze Follow-up. Ja, und der Mega-Minion. Der ist jetzt hier im Rage am Tower. Nein, Elektromagier kommt noch in allerletzten Sekunde. Also bisher sind sie hier wirklich auf einem Niveau. Die Türme nehmen sich gar nichts. Wen siehst du jetzt hier gerade in der Doppel-Elixier-Phase in der stärkeren Position? Ach, das ist ganz, ganz schwer, da mag ich mich überhaupt nicht äußern. Ich meine, der Inferno-Drache ist natürlich eine starke Karte gegen den Golem, aber jetzt ist auch schon wieder der nächste Mega-Ritter auf dem Feld und hackt natürlich auf dem Support rum. Ich habe da absolut keine Tendenz, ehrlich gesagt, gerade. Natürlich hat Surgical den Vorteil, dass der Golem halt immer an den Turm rankommt und der Mega-Knight kann halt natürlich schön hin und her gekitet werden. Das war auch schon wieder massiver Schaden vom Golem. Und das Mega-Minion lebt immer noch unter Drache. Ja, und jetzt, wenn der Elektromagier, der Royal Ghost wird jetzt unsichtbar, der Mega-Minion ist ja auf der Tower, kriegt hier die entscheidenden Hits und das ist der Sieg für Surgical Goblin an der Stelle. Ja, es war knapp, aber Surgical dann in dem letzten Push doch sehr dominant. Dieser Tornado, wo er alles zusammen... Gucken, was IMGP hier aufs Feld bringt. Wäre natürlich extrem cool, wenn Surgical eine seiner uralten Lockbait-Varianten ausgepackt hat, mit denen er früher sehr, sehr stark performt hat. Das würde ich echt feiern, gerade weil man die nicht mehr so häufig sieht. Bei IMGP würde ich jetzt aus der kalten Hose vielleicht zu einem Graveyard tendieren, aber genau kann man das natürlich noch nicht sagen. Möglich wäre es auf jeden Fall in der Kombination. Auch der Ice Golem, der jetzt aufs Feld kam, spricht dafür, dass es eine Graveyard-Variante ist. Ja, schwer zu sagen, wer das Line-Up hat. Das ist ein bisschen die Frage, ob IMJP hier noch ein Kampfholz gegen Surgical im Deck mit drin hat, um eben diese Lockbait-Variante gut ausschalten zu können. Surgical bisher noch kein Barrel geschmissen. Ich weiß nicht, ob er da erstmal abtesten will, was IMJP hat und wirklich, ob er wirklich erstmal warten will vielleicht, ob er hier überhaupt noch einen Lock drin hat oder nicht. Also es ist bisher eher so ein leichtes Antasten, wenn du mich fragst. Mal gucken, was der Gegner hat, mal gucken, wie der Gegner reagiert und wo ich vielleicht eine Lücke finde, um dann eben Schaden machen zu können. Surgical ist ein sehr berechnender Spieler. Ich vermute eher, dass er schon einen Tornado vermutet und dementsprechend halt keine King Tower Aktivierung riskiert. Der spielt kein Lockbait, sondern Königsschwein an der Stelle. Ja, gut, das haben wir in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass eben jedes Deck mit der Win Condition einfach 1:1 austauschbar derzeit ist mit Königsschwein. Im Grunde ist das Deck fast ein klassisches Lockbait, ja, nur eben die Win Condition ist eine andere. Also, ja gut, sonderlich überraschend tut es mich ehrlich gesagt nicht.
Nee, absolut nicht, aber damit hätte ich wirklich nicht gerechnet, muss ich sagen. Und der Pekka kommt hier an den Turm. Ah, Kampfholz kommt nochmal. Pekka kriegt trotzdem Turm, einen Hit raus auf den Turm und die Königsschweine direkt hinterher. Prinzessin stirbt dann noch an dem Kampfholz. Das war sehr gut, aber dieser Pekka-Hit kann hier sehr, sehr schmerzhaft gewesen sein an der Stelle. Hat zumindest mal die Führung für Surgical Goblin hier gebracht. Der erste Friedhof hat da auch ganz gut eingeschlagen. Aber jetzt wieder die Führung für Surgical. Was macht er draus? Ja, also die Königsschweine, die sind momentan einfach so massiv vorhanden. Ich weiß gar nicht, wie oft wir die sehen, aber das ist, glaube ich, mit die meistgespielte Karte. Vielleicht muss da noch was gemacht werden. Ich meine, sie wurden im letzten Patch ja schon ein bisschen genervt, aber ich frage, sind sie doch noch ein bisschen zu stark teilweise? Aber gut, das entscheiden andere. Das ist halt immer sehr kritisch, ne? Wenn du eine Karte zu sehr nerfst, dann stirbt sie halt. So wie wir es bei den Royal Recruits gesehen haben. Erst von allen gespielt und jetzt gar nicht mehr. Das ist richtig, das wollen wir ja auch nicht. Jetzt hier der nächste Friedhof, allerdings ohne Tank und die Prinzessin und Kobold-Gang ist auch noch dabei. Währenddessen der Gegenpush hier mit den Königsschweinen und die können auf jeden Fall massiv Schaden machen. Die Valkyrie braucht da viel zu lange. Turm jetzt auf 480 HP runter. Noch ist er nicht da in Reichweite für zwei Feuerbälle, aber lang wird Surgical das nicht mehr mit sich machen lassen. Ja, die Valkyrie lässt er einfach durchlaufen. Die Spins kann er sich hier leisten. Deft lieber die andere Seite. Die nächsten Königsschweine sind wieder am Start. Kann IMJP das jetzt hier nochmal verteidigen oder ist das hier der 2:0-Sieg für Surgical Goblin an der Stelle? Der braucht nicht mehr viel jetzt, aber es kommt nur ein einziger Hit da gerade an der Stelle raus. Also noch ist hier nichts entschieden. Ja, und Surgical kann eben bisher... Ja, jetzt fängt er an, hier Feuerbälle zu cyclen. Er braucht noch einen Feuerball und ein Kampfholz. Dann hat er das Ding hier sicher und muss eben nur noch auf der anderen Seite... Da kommt jetzt das Kampfholz, den Friedhof verteidigen. Und da kommt der nächste Feuerball. Und das ist der 2:0-Sieg an der Stelle für Team Liquid Surgical Goblin.